Traumlupfer und Elfmeteraufregung bei deutschem Top-Hit. Der Senat 1 tagt wegen des Lastskandals und die Formel 1-Rennen in Silverstone werden verschoben. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem Krone AT Sportstudio. Der FC Bayern macht mit einem Sieg im großen Schlager der deutschen Bundesliga einen bedeutenden Schritt in Richtung Meistertitel. Der Rekordchampion gewinnt am Dienstag das Geisterspiel auswärts gegen Borussia Dortmund mit 1:0. Matchwinner war Joshua Kimmich, der mit einem Traumlupfer für die Entscheidung sorgt. David Alaba spielt bei den Bayern in der Innenverteidigung durch und lässt BVB-Knipser Haaland regelrecht alt aussehen. Bei ihrem Sieg haben die Bayern aber auch etwas Glück, denn in Halbzeit 2 kommt Haaland im gegnerischen Strafraum zum Abschluss und trifft dabei Boatengs Ellbogen. Hier hätte man wohl auch auf den Punkt zeigen können. Das passierte aber nicht und somit liegt der FC Bayern 6 Runden vor Schluss bereits 7 Punkte vor dem großen Rivalen aus Dortmund an der Tabellenspitze. Heute tagt erstmals der Senat 1 der Bundesliga wegen des Trainingsskandals des LASK. Die Ismail-Truppe ignorierte ja die Kleingruppenverordnung und trainierte in voller Besatzung. Europaweit von BBC über Gazzetto dello Sport bis hin zur Bild geriet der LASK in die Schlagzeilen. Was Liga-Vorstand Christian Ebenbauer gestern im Gespräch mit Krone-AT-Sportchef Michael Falli zum Stand der Ermittlungen zu sagen hatte, hören wir uns jetzt an. Ich hoffe, dass der Senat 1 dann schnell zu einem Ergebnis kommt. Dann muss man natürlich je nach Ergebnis abwarten, ob der LASK-Protest gegen die Entscheidung einwendet, wenn auch eine Sanktion stattfindet. Da ist eine Protestfrist von 14 Tagen vorgegeben. Und dann, falls auch das Protestkomitee, welches Verband sind, der endgültig entscheidet, dann eine Entscheidung trifft, die der LASK noch bekämpfen will, dann kann er noch zum Schiedsgericht gehen. Und dann sind wir auf jeden Fall erst im Juni beziehungsweise vielleicht sogar im Juli. Heute ist jedenfalls der Senat 1 am Ball. 8 Personen entscheiden über die Strafe des LASK. Von einer Ermahnung bis hin zum Verbandsausschluss ist theoretisch alles möglich. Experten rechnen jedenfalls mit einem Punkteabzug. Auf Krone.at halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Selbst die Interventionen von Englands Regierungsboss Boris Johnson helfen diesmal nichts. Das Formel-1-Rennen in Silverstone wird in den August verschoben. Nach Österreich gastiert die Königsklasse nun also in Ungarn. In Spielberg soll ja die Saison mit 2 Rennen am 5. und 12. Juli eröffnet werden. Fix ist jedenfalls, dass in dem Sicherheitskonzept des Veranstalters von einem Geisterdoppelpack, also von Veranstaltungen ohne Zuschauer, die Rede ist. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.